Guten Tag, herzlich willkommen. Wir sind hier im SITEM-Gebäude am Inselspital und hier soll unsere Studie stattfinden. Mein Name ist Piotr Radojewski, ich bin Arzt im Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie. Und wir betreiben hier in diesem Gebäude ein sehr besonderes Gerät, das 7-Tesla-MRT-Gerät, und das werde ich euch heute kurz zeigen. Also das ist das neueste 7-Tesla-MRT-Gerät. Es ist für den klinischen Gebrauch zugelassen. Wir wollen mit diesem Gerät Patientinnen und Patienten, aber auch Probanden untersuchen. Die Feldstärke des Gerätes ist mehr als doppelt so stark als bei einem Standard 3-Tesla-Gerät. Und dadurch können wir subtile Veränderungen im Gehirn viel besser charakterisieren. Wichtig, der Durchmesser hier ist nicht kleiner als bei einem Standardgerät. Das Einzige, Patientinnen und Patienten verspüren leichten Schwindel beim Reinfahren in das Gerät. Das geht aber schnell wieder vorbei. Sie hören vielleicht auch den Geräusch im Hintergrund. Das ist normal bei MRT-Geräten und alle Patientinnen und Patienten bekommen Gehörschutz während der Untersuchung. Das Altern betrifft uns eigentlich alle, sowohl individuell als auch als Gesellschaft. Ich habe mir selbst die Frage gestellt, wie altere ich eigentlich? Gut, schlecht, was bedeuten diese Worte überhaupt in diesem Kontext? Entspricht mein biologisches Alter dem chronologischen Alter? Wie ist die Trajektorie des Alterns des Gehirns? Ist sie beschleunigt oder sogar langsamer? MRT bietet zwei neue Methoden, um diese Fragen zu beantworten. Diese Methoden sind im Gegensatz zu den Standardmethoden quantitativ. Das bedeutet, sie erlauben eine präzise Messung. Das ist zum einen die T1-Relaxometrie, zum anderen CEST, Chemical Exchange Saturation Transfer. Die T1-Relaxometrie repräsentiert den globalen Zustand des Hirnparenchyms. Die Werte sind stark altersabhängig und verfolgen eine U-förmige Kurve. Bildlich dargestellt bedeutet es, je mehr Farbe, desto mehr Abweichung von der Altersnorm. CEST funktioniert anders. Hier werden spezifische Moleküle gemessen, zum Beispiel Amine und Amide. Und diese können uns die Trajektorie des Alterns recht präzise erklären. Ein besonderer Aspekt, der uns aus der klinischen Perspektive beschäftigt, ist die Frage, wie sich die Alterungsprozesse und eine chronische neurologische Erkrankung gegenseitig beeinflussen. Und deshalb wollen wir in unserer Studie sowohl gesunde Personen als auch Patientinnen und Patienten mit Multipler Sklerose untersuchen. Vielen Dank und bis bald hier in SITEM-Gebäude. Bei Fragen können Sie mich jederzeit gerne via E-Mail kontaktieren.